Hallihallo Freunde, heute ist mal wieder der Tag gekommen, wo wir ein paar Fragen von euch beantworten wollen. Das Ganze machen wir meistens über Instagram, das heißt, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Dann könnt ihr bei diesem Fragen-Antworten-Format auch mitmachen und könnt eure Frage dementsprechend stellen. Und jetzt fangen wir einfach ganz direkt mal an. Was fährst du so im Durchschnitt und was verbraucht ihr? Fridolin fahren wir so im Durchschnitt bei 80 km/h, natürlich so Landstraße, Autobahn, wenn wir irgendwo im Dorf unterwegs sind, dann halten wir uns ganz normal in die 50 km/h-Regel oder dementsprechend auch 30, weil hier in Frankreich zum Beispiel ist sehr, sehr oft 30 km/h. Und so sieht das auf jeden Fall mit Fridolin aus. Im Durchschnitt verbrauchen wir ungefähr so 13,5 Liter, also so haben wir das momentan berechnet. Und das finden wir, liegt auch voll im Rahmen für so ein großes Auto und für den kleinen Motor. Fühlt es sich wie Urlaub an, auch wenn man weiß, dass man so lange unterwegs ist? Also für uns fühlt es sich nicht so wie Urlaub an, weil wir jeden Tag wieder was zu tun haben und weiterfahren und den nächsten Ort angucken. Und klar, es ist schön und man hat frei und man sieht viele tolle Orte, aber ja, wie gesagt, wie Urlaub fühlt es sich trotzdem nicht an. Man hat selber natürlich auch schon viele Videos im Vorwege gesehen und hat sich immer so gefragt, die meisten sagen, es fühlt sich nicht wie Urlaub an, obwohl man doch denkt, man ist auf Reise und unterwegs. Aber oft ist es ja so, dass man einfach dann andere Dinge zu tun hat. Das heißt, Julie zum Beispiel arbeitet noch ganz normal als Grafikdesignerin. Natürlich immer nur ein paar Aufträge und ein bisschen weniger als sonst, das ist ganz klar. Ich kümmere mich aber vorwiegend um die ganzen YouTube-Videos und sowas. Das nimmt auch viel, viel Zeit in Anspruch. Dann muss der Van immer ordentlich sein, es muss immer alles stimmen. Wir suchen Spots raus und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich schon in gewissermaßen Urlaub, aber auf der anderen Seite haben wir trotzdem auch andere Dinge und viele Dinge zu tun. Wie macht ihr das mit dem Internet? Ja, Internet ist so eine Sache. Wir haben uns eigentlich anfangs der Reise geplant, dass wir in jedem Land eine SIM-Karte organisieren. Online im Netz war das auch alles immer sehr einfach und war alles sehr gut beschrieben, dass man günstig Internet bekommt in den verschiedenen Ländern. Aber es fing schon hier in Frankreich an. FreeSIM, super Tarif, 100 GB, ich glaube um die 20 Euro oder so, muss ich jetzt lügen. Das Problem fängt schon dabei an, man kriegt es nur mit einer Kreditkarte. Wir haben keine Kreditkarte, haben auch noch nie eine Kreditkarte gebraucht, deswegen haben wir uns jetzt auch keine organisiert. Das heißt im Folge, wir haben uns einen Vertrag rausgesucht über U2. Das Ganze beinhaltet 120 GB freies Volumen. Da müsst ihr nämlich auch ganz, ganz vorsichtig sein. T-Mobile wie auch O2 und sonstige Verträge bieten unbegrenzt Datenvolumen an und Verträge, die dann relativ teuer sind. Allerdings ist es so, dass die nicht im EU-Ausland gelten. Das heißt, da habt ihr nur ein gewisses Datenkontingent und nicht dieses unbegrenzte Datenvolumen. Da müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Steht auch oft klein in den AGBs drin. Mit O2 habe ich auch telefoniert und so weiter und so fort. Deshalb jetzt dieser 120 GB Vertrag mit junge Leute. Julie ist zum Glück noch unter 28, da können wir das also machen. Wir haben das auch monatlich kündbar gemacht, weil wir einfach nicht zwangsweise diesen Vertrag über 24 Monate oder 12 Monate laufen lassen wollten. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Man muss halt dementsprechend guten Empfang haben, um zum Beispiel ein YouTube-Video hochzuladen oder ähnliches. Aber bisher klappt es sehr, sehr gut. Wir verlinken euch das Ganze einfach auch mal unten in der Videobeschreibung. Hashtag NoSponsored, muss man ja dazu sagen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll für einige. Was für Länder wollt ihr noch sehen, beziehungsweise was für Sehenswürdigkeiten? Also wir haben uns überhaupt keinen Plan gemacht, wo es hingehen soll und was wir sehen wollen. Wir sind immer dankbar über eure Tipps. Allerdings werden wir einfach unserer Route folgen und das ist immer der Küste entlang. Und wenn es dann auf unserem Weg liegt, dann fahren wir das sehr gerne an. Wir entdecken einfach das, was auf unserer Route ist und da ist nichts Besonderes auf dem Plan. Wie lange wollt ihr noch unterwegs sein? Ja, eine sehr spezielle Frage, auch öfter gefragt worden bereits. Wir haben natürlich im Hinterkopf einen gewissen Zeitraum, das ist ganz klar. Das Ganze wollen wir aber einfach gar nicht publizieren, weil wir wollen frei sein, wir wollen frei unterwegs sein, wir wollen nicht so gebunden sein an eine gewisse Zeit. Wir machen das Ganze so lange, wie wir denken, wir können es machen, solange es uns Spaß macht. Und natürlich, das Hauptthema ist finanziell, wie lange reicht das Geld? Ja, und ansonsten, wenn ihr fleißig dabei bleibt, werdet ihr ja merken, wie lange das Ganze gehen wird. Es
wird sich auf jeden Fall noch eine Zeit lang hinziehen, dass wir unterwegs sind. Habt ihr ein finales Ziel, zum Beispiel für den Winter? Also wir haben uns natürlich im Vorwege Gedanken gemacht, ob wir ein finales Ziel haben und fanden natürlich Spanien, weil es da am wärmsten ist, sehr interessant. Aber da wir ja in Holland gestartet sind und Spanien da recht nah auf unserer Route lag, ist das dann auch wieder weggefallen, weil wir nicht wieder zurückfahren wollten. Aber es gibt jetzt kein finales Ziel und wir werden dann im Winter da sein, wo wir bis dahin gekommen sind. Und auch da, wenn ihr dranbleibt, seht ihr, wo wir überwintern. Seid ihr euch immer einig, wo es längs gehen soll? Ja, bei uns gibt es eigentlich so ein Einigsein gar nicht. Wir besprechen gemeinsam, wo es hingehen soll, wo es längs gehen soll. Und dann wird gemeinsam eine Entscheidung gefällt, was am sinnvollsten ist und wo wir halt dementsprechend am liebsten hinwollen. Wobei Nino gerne mal komische Strecken fährt, wo man dann kurz vorm Steckenbleiben ist, wo ich dann immer super Bammel habe, aber wir sind überall wieder rausgekommen. Ja, mit so einem großen Fahrzeug ist es natürlich nochmal was anderes. Was mögt ihr am liebsten bzw. am wenigsten an Fridolin? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich mag am meisten, dass er einfach so viel Platz hat und dass man kein extra Bett aufbauen muss, sondern wenn man müde ist, da kann man direkt sich ins Bett legen und muss nicht erst noch irgendwas aufbauen oder umbauen. Und ja, dass wenn schlechtes Wetter ist, dass man auch einen Raum hat, wo man sich bewegen kann, wo man nicht eingeengt ist oder irgendwas, wie gesagt, aufbauen muss. Man hat eine Sitzecke, man kann basteln, wie in meinem Fall. Das mag ich sehr gerne. Und am wenigsten weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Also er ist vielleicht ein bisschen groß fürs Fahren, aber auch nicht zu groß. Also wenn man einen guten Fahrer an seiner Seite hat, dann ist das alles gar kein Problem. Ja, was ich am meisten mag, ist, glaube ich, kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Der Wohnraum an sich ist natürlich einfach purer Luxus, muss man ganz ehrlich sagen, was ein Fahrzeug hergibt. Das muss man ja immer so bedenken. Wir kommen ja selber auch aus einem T4, haben da selber schon ein Hochdach aufgerüstet, um eben stehen zu können und so weiter. Man hat einfach gewissen Luxus und kann auch wirklich in dem Fahrzeug leben. Ja, und ansonsten, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, gehört eigentlich mit zum Wohnraum einfach und die Zugröße ist eben das Bad zum Beispiel. Klar, es geht auch ohne. Wir sind auch ohne sehr gut ausgekommen im T4, aber ich denke, für so eine lange Zeit und so eine lange Reise ist es einfach sehr, sehr angenehm, wenn man einfach mal sagen kann, oh, wir haben keine Dusche am Strand, wir haben keine Möglichkeit, irgendwo auf Toilette zu gehen und wir haben dann eben zum Beispiel das Bad. Also das heißt, wir haben eine Toilette, wir haben eine Dusche und das ist schon sehr großer Luxus und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Die negativen Seiten kann ich mich nur anschließen. Also ich fahre ja auch eigentlich zu 100% das Fahrzeug, einfach um Julie auch zu entlasten. Ich möchte ihr das gar nicht zumuten, das Fahrzeug zu fahren. Klingt ein bisschen komisch, aber ein 3,5-Tonner ohne Servolenkung, mit einer Kupplung, die noch über Seilzug funktioniert und so weiter und so fort, ist eben mal was anderes. Und deswegen fahre ich das Fahrzeug überwiegend. Und da würde ich auch sagen, ist so der Negativpunkt, dass das Fahrzeug halt ziemlich groß ist. Es ist alt, es hat so seine Tücken und Macken, wenn man fährt. Würde ich mich auf jeden Fall hundertprozentig anschließen. Ja, genau, so schaut es auf jeden Fall aus. Was vermisst ihr an Oscar? Ja, was vermissen wir an Oscar? Und zwar ist es eigentlich so, dass gerade das, was wir als Negativpunkt bei Fridolin jetzt eben genannt haben, sind genau die Punkte, die bei Oscar natürlich sehr, sehr positiv sind. Das heißt, du bist noch in einem Rahmen von der Größe her wie ein normales Fahrzeug oder beziehungsweise du kannst jede Straße wirklich normal fahren. Du hast die Breite des Fahrzeugs nicht, du hast diese Unwendigkeit dieses Fahrzeugs nicht. Das würde ich sagen, fehlt uns an Oscar auf jeden Fall am meisten. Dann natürlich auch so ein bisschen der emotionale Punkt einfach. Wir hängen sehr an Oscar. Wir haben Oscar ja auch noch, der ist in Deutschland und den werden wir danach auch wieder betreiben, gar keine Frage. Und für mich ist es einfach so, dass ich diesen ganzen YouTube-Kanal damit aufgezogen habe und darum hängt natürlich mein Herz auch sehr an dem Fahrzeug. Was ich an Oscar vermisse, ist natürlich, es ist unser Auto, womit Ninos Kanal groß geworden ist und es ist, ja, hängt an unserem Herz, auch an meinem. Und natürlich, dass man mit so einem VW-Bus immer ein bisschen unauffälliger unterwegs ist. Mit einem Camper weiß man genau, da campt jemand, da ist jemand drin, der schläft da. Und mit so einem VW-Bus, da ist man
kann man noch ein bisschen unauffälliger unterwegs sein. Das vermisse ich ein bisschen. Macht ihr noch ein Video über die zweite Batterie und Solar? Darüber gibt es ein Video bei uns schon auf dem Kanal. Das verlinken wir hier oben einmal. Und dazu wird dann kein weiteres Video mehr kommen. Gibt es Hürden im Leben als Pärchen auf engstem Raum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch sehr interessant für viele Leute, weil eben in den Videos kommt das sehr oft natürlich sehr positiv rüber. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass wir ein sehr positives Pärchen sind. Es ist einfach so, dass wir ja schon lange zusammen wohnen. Wir haben davor bei meinen Eltern zusammen gewohnt, dann haben wir in einer eigenen Wohnung gewohnt. Jetzt ist man natürlich gefühlt 24 Stunden wirklich direkt aufeinander. Man muss natürlich gewisse Dinge schon sich so ein bisschen abstimmen. Aber auch das wieder, muss ich sagen, man hat einen Wohnraum. Julie kann zum Beispiel in den Alkoven gehen, kann sich da ausruhen, was weiß ich, wenn sie keinen Bock mehr auf mich hat oder auch andersrum. Aber es gibt eigentlich keine Punkte, die anders sind als vorher, so zumindest für mich. Also bei mir ist es einfach so, mir wird extrem schnell langweilig. Das heißt, ich verschwinde auch mal relativ schnell aus dem LT, weil es einfach, ja, es ist für mich zu langweilig, einfach nur im LT zu sitzen. Und dann geht man zum Beispiel einfach mal raus, wie hier am Fluss oder wie auch immer. Oder ich gehe angeln oder ich gehe einfach mal ein paar Videoaufnahmen machen. Das gehört einfach voll dazu und in dem Moment ist man dann auch mal nicht zusammen. Und aus dem Grund ist es bei uns wirklich sehr, sehr harmonisch. Genau, ich kann mich da nur anschließen. Also wir haben jeder unseren Raum und wenn man mal sagt, jetzt brauche ich mal eine Pause, dann geht der eine dahin und der andere geht raus oder wie auch immer. Wir haben da eigentlich wenig Punkte, wo wir anecken. Klar, Nino ist schnell langweilig, der nervt dann auch mal. Aber es ist eigentlich alles ganz lustig und wir vertragen uns sehr gut. Was macht ihr beruflich? Also ich bin Grafikdesignerin und arbeite auch von unterwegs ein paar Aufträge ab. Also falls ihr was habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Zusätzlich möchte ich hier nochmal so ein bisschen Werbung machen. Julie macht nicht nur Grafikdesign, sondern Julie macht auch viele Makramee-Armbänder, Makramee-Geschichten, was wirklich, wirklich klasse ist. Und ich würde euch bitten, einfach mal bei ihr bei Instagram vorbeizuschauen. Tut mir natürlich auch nur gut, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und bei mir ist es beruflich so, ich bin Elektroingenieur, jetzt natürlich momentan auf der Reise ist das nicht so möglich, das umzusetzen. Das heißt, ich beschäftige mich momentan auf der Reise wirklich ausschließlich mit YouTube, ein bisschen mit Instagram natürlich und was so drumherum geht. Ich versuche so ein kleines Projekt gerade auf die Beine zu stellen mit Smart Home, das habe ich auch schon des Öfteren erwähnt. Ja, vielleicht kann daraus noch was werden und ansonsten werde ich nach der Reise ganz normal wieder in meinen Beruf zurückgehen als Elektroingenieur. Gibt es etwas, was ihr vermisst? Also bei mir ist es ganz klar die Familie und die Freunde. Das ist immer ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Und ich glaube, aus dem Grund könnte ich auch niemals auswandern, weil ich so sehr an meine Familie gebunden bin und sie mir immer so viel Halt geben. Da ist diese Zeit, wo wir jetzt unterwegs sind, schon grenzwertig. Aber zum Glück gibt es ja FaceTime und die Möglichkeit zu telefonieren. Von daher komme ich damit ganz gut zurecht. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nicht so viel vermisse. Also natürlich, die Familie vermisst man. Meine Familie kommt uns sogar bald besuchen. Das werdet ihr garantiert ja auch in den Videos sehen. Und ansonsten sehe ich das Ganze einfach so, dass das Leben ist nicht vorbei, sondern es ist einfach nur ein Abschnitt und man kommt danach ganz normal wieder nach Hause. Hat natürlich dann alles so hoffentlich wie vorher auch. Wir haben natürlich so wirklich enge Freunde, die wir wirklich sehr vermissen. Birt und Till, schöne Grüße an euch, schöne Grüße an die Kinder und auch Parshi natürlich. Ja. Aber ich denke, wenn wir wieder da sind, dann läuft alles wieder so wie vorher. Falls ihr jetzt trotzdem noch Fragen habt nach dem Video, schreibt die doch gerne unten in die Kommentare. Wenn es viele werden, beantworten wir die einfach mal in eins der weiteren Videos. Oder natürlich bin ich auch sehr aktiv in den Kommentaren und beantworte euch die dann sehr gerne schriftlich. Ja, das war's auch schon mit euren Fragen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein! Ich dachte, das sagen wir zum Schluss.